Du musst glücklich aussehen, wenn wir drehen. Hallo. Du hast immer noch ganz dolle Nackenschmerzen, Ja, ne? total. Das zieht sich durch unsere Videoreihe. Kann ich irgendwie was fixieren? So, ja. Ist es so besser? Nee. Nee. Hallo, Freunde. Schaffst du's? Ja, das kriegen wir hin. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zusammen mit dem lieben Maxim heute noch mal etwas entspannter. Wir machen ein Q&A-Video auf dem Sofa. Ihr habt uns Fragen gestellt und wir werden sie heute beantworten. Wir sind aktuell noch im Urlaub, wobei das Video müsste Sonntag kommen. Das heißt, wir sind gestern spät zurückgekommen. Deswegen ein vorgedrehtes Video. Aber Q&A-Videos findet ihr immer sehr spannend. Maxim liest die Fragen vor. Wir haben ganz viele. Und dass er so ein bisschen steif aussieht, liegt daran, weil er einen ganz schlimmen steifen Hals hat. Ja, ich mach's so einfach. Geht das? Geht das so? Du siehst immer gut aus. Hallo. Starten wir? Ja. Kommen wir doch zu der allerersten Frage. Die erste Frage ist, würdet ihr mal Urlaub in Österreich machen? Was spricht denn dagegen? Nix, aber lustige Geschichte, falls ihr uns schon ein bisschen länger folgt, wisst ihr, dass wir eigentlich einen Urlaub geplant hatten für Österreich. Stimmt, Im dieses Jahr, April. ne? Im April war der geplant und wir hatten danach noch Monate Drama, weil er nicht stattgefunden hat und wir bezahlen sollten. Aber Wegen Corona, ne? warum bezahle ich etwas, was nicht stattfindet? Das war eine ganz komplizierte Geschichte, aber der Kater flippt gerade aus. Hör auf! Aber ja, also grundsätzlich, klar, ich finde Berge ja eh schön und Urlaub im Schnee finde ich eh super. Die nächste Frage, die ist für dich. Wenn du deinen Namen nicht mehr benutzen dürftest und einen neuen bräuchtest, welcher wäre es? Denise Dion ist mein Künstlername. Wie sieht für euch der perfekte Tag aus? Ja, erzähl mal. Ich sage ja eigentlich immer ausschlafen, aber Freunde, wenn ich ausschlafe, ist es 6. Und dann frühstücken mit Danny zusammen und dann so ein bisschen in den Tag entspannt starten. Ja, ach, eigentlich. Das klingt immer so doof, aber wir haben ja schon oft diese Tage, so dass wir aufstehen zusammen, dann was frühstücken und dann arbeiten waren. Das ist gut so. Aber das Ganze könnte auch natürlich schon auf dem Malediven sein. Das wäre dann natürlich noch perfekter. Ich überlege gerade so, wie für mich der perfekte Tag aussieht. Ich glaube, ich habe da nicht so eine genaue Vorstellung, ehrlich gesagt. Also jeder Tag mit dir ist natürlich was Besonderes. Ich habe da wirklich keine Vorstellung. Ich bin aktuell dankbar darüber, dass meine Tage ich so gestalten kann, wie ich sie gerne möchte und nicht einen nervigen Chef habe, der mir 40 Stunden auf den Sack geht, so wie es in der Vergangenheit immer war. Ja. Von daher ist damit für mich jeder Tag perfekt. Ja, das stimmt. Die Frage geht an mich. Deine besten High-End-Produkte, die du uns blind empfehlen kannst. Das ist einmal das Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Face Powder und als Foundation die Dior Skin Glow Foundation. Top, over the top. Bestes. So, ich habe jetzt mal die Katzen rausgeworfen, die waren schon sehr nervig. Ja, das waren deine High-End-Produkte. Wo seht ihr euch in 10 Jahren? Ich hoffe noch zusammen. Ja, aber wo? Ich hoffe in 10 Jahren, dass der Pelletier Verlag so richtig groß ist, dass ich so richtig andere auch verlegen könnte und dass man einfach dadurch komplett unabhängig und sorgenfrei sein Geld verdienen kann und dann gemeinschaftlich in einem schönen Haus irgendwo, wo Wasser ist, leben kann. Ich hätte jetzt auch gesagt, Haus, Pool. Ja, Pool. Pool. ja, Für den Hund. das wäre so schön. Ja, genau, mit dem Hund in 10 Jahren sind die Kater auch das ist so gemein, aber eigentlich nein, aber eigentlich in 10 Jahren könnte es sein, dass es Liam und Luke nicht mehr gibt. Luna ist zwar auch fast 20 geworden, aber Ja. ja, Naja, gut, okay. ich liebe meine Katzen, versteht das nicht falsch. Wenn du es dir aussuchen könntest, wo würdest du leben? Also, da habe ich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht. Echt? Immer so eine Okay. Spinnerei. Komme ich da mit oder bist du dann alleine weg? Du kommst schon mit. Gut, dass ich Also, das auch weiß. ich würde gerne es so machen, dass ich oder wir so ein halbes Jahr hier in Deutschland und ein halbes Jahr da, wo es warm ist. So, es muss nicht heiß sein, sondern so Mallorca oder Südspanien oder so, wo du den Winter so ein bisschen besser überstehst. Naja, da ich ja ein Wintermensch bin, würde ich sagen, dass wir uns immer dann alle halbe Jahre wiedersehen. Und dann im Sommer ziehen wir dann in den Nordpol. Also ich würde gerne
immer da leben, wo es so um die 10 Grad sind. Das ist zu wenig. 20, so wie heute. Ich würde, nee, da bin ich lieber wirklich im Kühlen. Ich hasse Sommer. So alles ab 20 Grad ist Tauwetter für Dicke. Das ist nicht so meins. Das ist echt nicht so meins. Ach, die Frage, ich kann sie nicht mehr lesen. Welche? Warum ziehst du mit Danny nicht zusammen? Ja, warum eigentlich nicht? Oh, Freunde, die haben wir jetzt, glaube ich, schon 200 Mal beantwortet. Geht gar nicht darum, dass wir das nicht wollen, sondern dass... Also erstmal sind wir ja 1,5 Jahre zusammen. So. Und als wir uns entschieden haben, dass wir zusammen ziehen wollen... Die Entscheidung hatten wir schon mal getroffen. Die Entscheidung hatten wir ja schon mal getroffen. Sind aber so viele Sachen passiert, die das Ganze einfach nach hinten verschoben haben. So. Und dieses Jahr war das tatsächlich einfach noch gar nicht Thema, weil das war so das Jahr von Hauptsache ist es vorbei. Und wir erinnern uns ans Horrorhaus. Dennis Projekte. Meine Projekte. Ich bin gerade erst umgezogen, weil ich aus meiner raus sollte. 2021 ist ein neues Jahr. Also ich kann euch einen Tipp geben. Es gibt eine Regel, die Maxim und ich uns auferlegt haben. Wann wir spätestens zusammenziehen, erinnerst du dich? Wir wohnen ja relativ weit auseinander hier in Berlin. Und uns verbindet eine Autobahnbrücke. Das ist die Rudolf-Wiesel-Brücke für die Leute, die sie kennen. Ansonsten könnt ihr gerne googeln. Und die soll komplett abgerissen und neu gebaut werden. Und ich habe gesagt, wir ziehen spätestens, es wird jetzt unromantisch, wir ziehen spätestens dann zusammen, wenn die Bauarbeiten der Rudolf-Wiesel-Brücke beginnen, weil wir einfach keinen Bock haben, jeden Tag, wenn wir hin und her pendeln, durch komplett die City zu fahren, um zueinander zu fahren. Und das war so meine oberste Regel, die du aber auch hast. Ne? Ja, also wenn die Rudolf-Wiesel-Brücke restauriert wird, sind wir zusammengezwungen. Aber das ist ja auch noch in ein paar Jahren bis dahin. Nee, nächstes Jahr soll die gebaut werden, oder? 21, 22. Na, mal schauen. Auf jeden Fall und des Weiteren... wir wollen uns ja auch nur verbessern. Also ich möchte nicht eine kleinere Wohnung haben. Du möchtest auch keine kleinere Wohnung haben. Und dann muss es halt... Also erstmal in Berlin eine Wohnung zu kriegen, ist schon schwierig. Dann mit den Ansprüchen, die ich habe, dann die du hast oder was du haben möchtest. Genau, sehr entspannt. Dann, und das ist eine ganz schwierige Sache, ist, wenn du selbstständig bist, ist es fast noch schwieriger, eine Wohnung zu bekommen. Weil nur weil du viel Geld verdienst oder genug Geld verdienst oder mehr oder weniger Geld verdienst, heißt es nicht, dass der Vermieter dir glaubt, dass du so viel Geld verdienst. Und das heißt dann nicht, dass du kannst ihm ja keine, wie heißt es? Geldscheine? Lohnabrechnungen vorlegen. Du musst ihm dann Steuererklärungen abgeben. Kontoauszug. Kontoauszüge, Steuererklärungen und so. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. So, und dann ist halt natürlich auch die Frage, klingt jetzt immer so doof, aber wir sind ja jetzt auch in einem Alter oder in einem Punkt in unserem Leben, wo man sagt, okay, muss es eine Wohnung sein oder kann es vielleicht nicht auch ein Haus sein? Oh, ich habe ein Haus. Nicht mehr lange. wir werden nicht jünger. Wir haben ja auch langfristige Ziele gemeinsam und fürs Leben. Und das ist eine Entscheidung, die trifft man nicht von heute auf morgen. Stimmt. Aber wir hatten sie schon mal getroffen, von daher sieht es ja eigentlich ganz aber gut danach aus. Aber das war ein komplett anderer Punkt, an dem wir waren in unserem Leben. Beide. Aber sind wir jetzt schlechter gestellt? Nee, besser. Und trotzdem würden wir jetzt noch zusammenziehen. Guck mal, wie wir uns jetzt ärgern würden, wenn wir diese kleine Pupswohnung genommen hätten. Welche? Die bei dem, im Heiligen See? Die hat dir gefallen, die hat mir sehr gut gefallen, aber... Die war schon teuer für das, was sie war, aber wir haben uns ja ganz, ganz viele angeguckt und egal welche, im Vergleich zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, könnten wir was ganz anderes uns auch aussuchen. Luxuswohnung. Gar nicht, aber einfach so, dass es wirklich passt und nicht so, wird schon passen. Ja, das stimmt. Was hast du noch? Könnte dein Freund mal einen Make-up-Look von dir nachschminken? Habe ich gemacht, Freunde. Sehr aktuell. Schaut euch das Video an. Ist das letzte Video, was online kam. Das vorletzte von Mittwoch. Verlinke ich euch. Mhm. Was hast du denn da nachgeschminkt? Dein Paletten-Look. Genau. Und das passt ganz gut zur nächsten Frage. Oh, was für ein Zufall. Warst du bei deinem ersten oder zweiten Launch nervöser? Das ist jetzt mein dritter Launch. Das ist mein dritter Launch. Also beim ersten war ich schon vorher sehr nervös, aber am Launchtag irgendwie dann gar nicht mehr, weil da sind halt so viele Sachen irgendwie schiefgelaufen und wir waren halt auch unterwegs und wir waren erst beim Event und dann sind wir abends noch zur goldenen Kamera gegangen und das war schön. Es war super, super viel, so da konnte ich mich gar nicht drauf einstellen auf das Event.
Warum grinst du? Nee, weil ich mir gerade meinen Finger gezeigt habe, das hat man nicht gesehen. Ja, und dann jetzt der Schwammlaunch und das Seifen, der Seifenlaunch. Das war recht entspannt, fand ich, weil das, man konnte sich halt schon so lange darauf vorbereiten. Das Produkt stand ja schon Ewigkeiten fest und war ja auch schon fertig und so. Da war ich sehr entspannt, weil ich wusste, das ist ein Produkt. Da geht es nicht darum, dass ich am nächsten Tag alles abverkauft habe, sondern das ist ein Produkt. Wenn es den Leuten gefällt, dann werden sie es immer wieder dann werden sie es immer wieder kaufen. Und deswegen war ich da so ein bisschen entspannter. Jetzt der Launch, der letzte, Maxim und Catrice, Freunde. I am done. Fix und fertig. Ich bin froh, wenn es durch ist. Hast du noch eine Frage? Ja. Bei welcher Werbung würdet ihr gerne mal mitmachen? Oh, ich glaube, ich bin bei Mentos the Fresh Maker. Was? Mentos the Fresh Maker. Mentos? Ja, sind diese kleinen Pfefferminz-Dragés. Nicht? Ja, doch. Und du? Ich hätte gerne so eine Supermarktkette oder so. Ja, hier Trash Cosmetics. Trash Cosmetics? Nee, Aldi oder so. Oder Lidl. Nee. Nuskati. Oder ich will hier bei Coca-Cola. Wenn dann die Cola mein Body der runterfließt. Nein. Eine Krombacher. Nein, ja, weil ich so viel Bier trinke. Nein, so schön geprickelt. Nein, lass mich das erklären. Ich möchte Coca-Cola-Boy sein. Da gab es früher immer jedes Jahr das sexy Coca-Cola. Da möchte ich, wie die dickflüssige Zucker-Cola meinen dicken Bauch runterfließt. Und dann schreckt das ab. Was würdest du gerne erfinden? Ich? Mhm. Was ich gerne erfinden würde? Mhm. Gar nichts. Ich bin so unkreativ, was Erfindungen betrifft. Ich habe mit meinen Büchern genug Fantasie. So, ja. Und du? Ich habe tatsächlich zwei Erfindungen. Hast du nicht gesagt, das? Aber deswegen. Was denn drauf? Deswegen sage ich es nicht. Nächste Frage. wenn du einen Tag jemand anderes sein könntest, wer wärst du? Celine Dion. Mhm. Ich stelle mir das sehr spannend vor als Celine Dion. Die hat so viel Leid erfahren, die gute Frau. Ich glaube, dass sie sehr, sehr starke, eine sehr starke Persönlichkeit ist. Aber oder ich wäre gern Iron Man. Ja, das würde ich mir schon eher vorstellen, weil bei Celine Dion würde ich sagen, okay, da passiert ja jetzt im Alltag nicht mehr so viel. Weißt du doch gar nicht, vor allem nicht mehr so viel. So alt ist Celine Dion noch gar nicht. Ich wäre eine gute Celine Dion. Du bist die beste Celine Dion. Und wer wärst du? Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wäre wirklich gerne mal einen Tag. Jemand anderes. Nee, so eine Kim Kardashian, um zu wissen, wie sieht das Ding an. Also, ich möchte wissen, wie ihr Tagesablauf ist. Ja, wahrscheinlich hat die 25 Diener, die ihre Kinder beschäftigen. Ja, aber trotzdem muss sie ja den Tag irgendwie füllen. Womit füllt Kim Kardashian ihren Tag? Das würde mich wirklich mal interessieren. Alkohol und Drogen. Mhm. Mhm. Freunde. Glaubst du nicht? Nee. Nein, na gut. Wie ihr seht, Kim Kardashian steht bei Maxim ganz hoch im Kurs. Freunde, wir sind jetzt bald wieder aus dem Urlaub zurück. Hinterlasst diesem Video gerne einen Daumen. Bald gibt es wieder Videos mit mehr Qualität, das verspreche ich an dieser Stelle. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr unten tun. Und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es von uns neue Videos gibt auf meinem Kanal. Weil das ist unser Paar-Shipping-Kanal geworden. Sagt man das so? Keine Ahnung, dieses neudeutsche... Aber haben wir jetzt eigentlich schon einen Paar-Namen? Nee. Immer noch nicht, ne? Dexi, Manny, da gab es schon so viele Ideen. Das klingt immer so doof. Ja. Das klingt wie so ein Chlorreiniger. Nee, Dexi klingt immer für mich wie so ein Traumzucker. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie wir uns nennen sollen. Wir sagen jetzt tschüss, wünschen euch alles Gute. Wir werden jetzt Maxims Genick noch ein bisschen wärmen. Und dann sagen wir bis bald. Tschüss.